Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne auf den neuesten Stand bringen, was unsere Umschläge angeht. Und zwar habe ich gestern leider keinen Film machen können, aber es kam auch nur ein Umschlag an. Und zwar von Monika Ermet, auch eine Doppelseite, vielen Dank. Und heute kam von Christine Schmidt, ich habe eine furchtbare Schrift, ganz schrecklich, auch eine Doppelseite, auch vielen Dank. Es sind inzwischen 41 eingegangen und wir haben insgesamt 37 Doppelseiten. Und ich laufe mal ganz schnell eben nochmal los. Guck mal gerade, ob ich das wirklich richtig gelesen habe. Ich will auch nichts Falsches sagen. Doch, war richtig. Christine. Ich habe schon gedacht, das ist Christian, das meint Christine. Und ich laufe nochmal ganz schnell. Also. Ich wusste jetzt nicht im Kopf, wann der Monat wirklich zu Ende ist. Stichtag der Einsendung ist definitiv Mittwoch, der 30. Juni. Bis dahin möchte ich euch bitten, alles hier zu haben. Oh, jetzt habe ich Telefon. Stopp it! Jetzt bin ich gerade am Film. Es ruft fast nie jemand an, aber dann muss jemand anrufen. Ist ja komisch, ne? Sowas ist ja komisch. So, jetzt bin ich gar nicht sicher, wo ich aufgehört habe. Vorgelesen habe ich, das weiß ich. Ja, die beiden, vielen Dank. Achso, ich sage es nochmal, habe ich das gesagt? Also der absolute Stichtag ist der Mittwoch, der 30. Juni. Wer da nicht da ist, ich fange danach an. So, dann habe ich heute was bekommen, das habe ich mir bestellt. Und zwar heißt die Firma My Paperworks. Die kannte ich noch gar nicht. Und ich muss sagen, ich sage es euch gleich. Das war natürlich tolles Verpackungspapier. Ganz dickes Zettel. Das hebe ich mir mal auf. Ich habe da so eine Idee. Und nochmal schön eingepackt. Also sie haben sich wirklich sehr viel Mühe mit der Verpackung hier auch gegeben. Muss ich wirklich sagen. Und es war sehr, sehr schnell da. Ah, seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Oh, wie schön ist das denn? Ach, klasse. Guck mal. Ich wollte eigentlich haben Vintage Foto. Wo ist denn jetzt das Ding? Vintage Foto zum Nachfüllen gab es natürlich wieder nicht, immer noch nicht. Ich habe das schon so lange nachgesucht, aber ich habe dann gefunden. Hauptsache, ich schneide mir gleich noch die Nase ab bei diesen Experimenten. Das geht nämlich auch immer ganz schnell. Oh Gott, nee. Verpackungen, die sind für mich irgendwie immer so schwierig. Und zwar habe ich mir bestellt Ground Espresso. Ich habe ja dieses alte Kissen und das ist fast leer. Und endlich, ich liebe diese Kissen. Die habe ich immer gehabt, diese längliche Form. Und ich habe sie nie mehr bekommen und musste auf diese blöde, runde Form, die ich wirklich dämlich finde und die ich wirklich gehasst habe von Anfang an. Und die hatten das, aber nur noch ein Paket. Ich habe zwei bestellen wollen, ging nicht mehr. Letzte Paket offensichtlich. Jetzt habe ich das wieder. Das freut mich ganz besonders. Bei der Gelegenheit habe ich nochmal eine blaue Archival Ink mitgenommen. Blau habe ich so wenig oder kaum oder nur so ganz andere Farben. Und ich habe gedacht, blaue Archival Ink kann ich wohl nochmal gut gebrauchen. Ich glaube, sie war sogar auch etwas reduziert. Ja, einfach eine ganz normale blaue. Und das war das Besondere, deswegen habe ich verstaut. Deswegen. Und zwar habe ich das bei der Sonja gesehen. Oh, ich gucke nochmal genau nach. Und zwar hat die so Sachen verpustet. Und ich kann ja auch nicht 100 Jahre pusten, ich wäre ein alter Mensch. Aber das finde ich doch klasse. Oh, und dann habe ich gedacht zu ihr, wie heißt das Ding? Und dann hatte ich es aber inzwischen schon gefunden und habe es direkt bestellt. Das ist also der Alkohol Ink Airblower. Inkblower heißt das Ding von Ranger. Ah, toll. Was haben wir da noch? Thank you for supporting my small business. Also die geben sich sehr, sehr viel Mühe und haben alles super, super schön verpackt. Vielen Dank dafür. Guck mal, jetzt kriege ich noch so ein paar Kleinigkeiten hier geschenkt. Also das finde ich sowas, da bin ich immer ganz begeistert. Und guck mal, wie nett. Hallo, was du da in Händen hältst. Craft UK Doppelkarte mit Umschlag, Florence Cardstock. Viel Spaß beim Verbasteln. Liebe Grüße. Ja, My Paperworks heißt die.
kleine Firma, große Firma, eher eine kleine wahrscheinlich. Sonst, und ich hatte mir, glaube ich, noch, guck mal hier, auch das. Guckt euch das mal an. Das ist alles extra einzeln so verpackt. Mit einer Pappe drumherum. Das gibt es doch gar nicht. Und auch das Papier selber, was drumherum ist, ist so schön. Und finde ich toll, wenn eine Firma, also hier so viel Mühe gibt noch. Das finde ich immer sehr schön. Und zwar habe ich mir bestellt, genau, das ist Vellumpapier. Vellumpapier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es das ist, was ich mir darunter vorstelle. Oder ob es vielleicht was anderes ist, aber das wäre dann auch egal. Ich will mal einmal sowas aufmachen. Ich glaube fast, das ist wieder was anderes. Ich hatte mir, glaube ich, warte mal. Doch, das ist schön. Guck mal. Vellumpapier. Doch, das ist das, was ich mir... Das sah gerade so opak weiß aus. Es ist aber durchsichtig. Also es ist genau das, was ich haben wollte. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Alles ganz, ganz wunderbar angekommen. Und kann ich wirklich bis jetzt nur empfehlen. Guck mal hier, die schöne Pappe. Die heben wir natürlich auch auf. Ihr wisst Bescheid. Und wie heißt dieser Kanal? Sonjas Kreativ? Bums, ich verlinke es drunter. Da habe ich das gesehen und deswegen musste ich das jetzt auch haben, weil ihr wisst ja, ich muss ja immer alles haben. Ja, und daher kam ich jetzt auf die schöne kleine Firma, My Paperworks. Und die kann ich euch auch nur empfehlen. Und ansonsten freue ich mich, endlich wieder meine viereckigen Schwämme zu haben. Haha, klasse. Klasse, klasse, klasse. Da habe ich wirklich lange drauf gewartet. Zwar ist das jetzt nicht von... ich sehe das gerade, ich habe das gar nicht realisiert. Ich hatte den früher von dem Holz natürlich. Ach, diese Verpackung machen mich Kolone. Und jetzt habe ich halt. Oh oh. Wird ja wohl nicht abgehen. Jetzt habe ich es halt von der Firma Vasen. Kreativ. Ja, der wird bestimmt genauso gut sein. Das denke ich doch. Okay, das war's von mir. Ich sage für heute dann tschüss. Viel Spaß beim frühen Spazierengehen, wenn ihr Lust habt. Ich versuche die Uhrzeit noch dazu zu schreiben. Und dann wird noch ein klein bisschen weiter gebastelt. Noch eine Paperdoll und bis zum nächsten Mal. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist jetzt so 20 nach 5. Ich bin mit den Hunden wieder draußen auf einer... Ja, wir gehen wieder zu dem kleinen Bächlein. Ich hoffe, dass das noch plätschert und dass wir da ein bisschen... zuhören können. Ich möchte euch den Himmel zeigen. Es ist ganz grau. Oh, die Kamera weiß wieder nicht, was sie anstellen soll. Aber ihr seht, schön ruhig. Das Getreide steht sehr, sehr hoch. Das macht jedes Mal, wenn man neu vorbeikommt, ein paar Tage nicht da war, hat es einen Satz gemacht. Und da kann ich euch wieder so ein paar schöne kleine Margariten zeigen. Ich liebe das. Ich bin froh, wenn man sowas mal noch findet, ne? Ja, ich werde jetzt ein bisschen laufen mit den Hunden. Heute ein bisschen länger als gestern, denke ich mal. Ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Ein bisschen ausschalten, das ganze Gedankenkarussell. Und naja, ihr wisst schon. Ja, wahrscheinlich werde ich keinen schönen Himmel mehr erleben jetzt. Aber Natur an sich ist ja immer schön. Und Ruhe ist immer gut, oder? Ja, da habe ich wieder was Neues entdeckt gerade. Das Odermenning, ich habe nie eine Ahnung, wie das heißt, aber es ist gelb. Da sind Brombeeren und da, das ist Johanniskraut. Ja, ich habe früher auch mein Öl mal selber gemacht, mein Rotöl, aber da hatten wir bei uns im Garten ganz viel Johanniskraut zu der Zeit. Das haben wir gar nicht mehr. Das erste, was ich sehe in diesem Jahr. Und da habe ich tatsächlich am Feldesrand, seht ihr das? Glockenblumen. Guck mal, da sind noch welche daneben, wo wir die auch noch einfangen können. Da sind sie. Liebe Glockenblumen. Ist das nicht schön? Die ersten Glockenblumen, die ich sehe dieses Jahr. Herrlich, oder? Ach, wie schön ist das denn? Wenn wir uns ein bisschen nach vorne beugen, hier vor mir. Kann ich euch noch ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, ob die Kamera hinkommt, weil so viel Gras dazwischen ist.
Es ist schön, man muss nur mal genauer hingucken. Seht ihr das, was man alles entdecken kann? Herrlich. Neben mir im Feld ein Reh. Unsere Hunde sind da hoffentlich nicht gleich hinterher. Bis jetzt nicht. Ist das nicht schön, dass man das erleben kann? Ich muss mich jetzt erstmal mit den Hunden. Ich muss jetzt mich um die Hunde kümmern, die hat Angst sonst. Die liebe ich auch sehr, diese kleine blaue Winde. Wie die heißt, weiß ich nicht. Wie immer. Ich gucke auch oft mal nach, ob ihr es glaubt oder nicht. Vor allen Dingen, wenn ich in einem Beitrag irgendwas dann gezeigt habe und habe dann geschrieben, wie es heißt. Aber ich vergesse es wirklich wieder. Es ist furchtbar. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Aber schön ist es. Ne? Erkennen können wir es doch. Wa? So, wenn ich erkennt, ja. Schön, oder? Da haben wir noch eine dicke Schnecke, die gerade vor uns über den Weg geht. Müssen wir aufpassen, dass wir nicht drauf treten. Und da sind wir wieder an meiner kleinen Brücke. Und ja, der Tag ist nach wie vor, der Morgen ist nach wie vor dunkel. Aber egal, wir wollen mal ein bisschen zuhören beim Plätschern, oder? Seht ihr, auch hier ist es sehr zugewachsen und verwildert. Aber hier ist es etwas breiter und deswegen können wir das Plätschern noch ein bisschen hören. Die Wiese ist abgemäht, die stand so schön hoch. Das war diese Wiese mit diesen vielen Margariten drin, die ich euch letztes Mal zeigen konnte. Aber ist klar, das Heu muss rein. Es ist ja klar, das wollen die Bauern ja auch haben. Aber wir haben sie ja noch gesehen. So, leider kein Sonnenaufgang für uns dieses Mal. Der findet im Geheimen irgendwo statt. Meine Hunde habe ich schon aneinander gekettet, die armen Tiere. Wir gehen diesmal noch ein kleines Stückchen weiter, dass ein bisschen mehr Bewegung kam. Aber das, an diesem Weg ist das Schöne, deswegen gehen wir hier so oft, dass man wirklich gut mit ihnen gehen kann und dass sie viel freilaufen können. Ich passe natürlich sehr, 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 sehr auf. Ihr habt aber gesehen, dass sie eigentlich sehr lieb sind. Sind nicht auf der Jagd. Kuckuck, könnt ihr den Kuckuck hören? Ich kann den Kuckuck wieder hören. Ich glaube nicht, dass die Kamera es einfängt, aber schön, ich höre den Kuckuck auch. Na, ist das ein herrlicher Tag schon. Kuckuck. Kuckuck, sagt er. Hört ihr den Kuckuck, Kunde? Hört ihr den Kuckuck? Wo ist er denn? Hör mal. Alle wach. Ja, ich kann ihn sehr gut und laut und deutlich hören, aber ich weiß nicht, ob die Kamera es zeigt. Ja, ich kann noch einen kleinen Rundumblick machen. Getreidefelder. Überhaupt alles ist hier unter angebaut. Hier ist so ein breiter Streifen irgendwas, so Grünzeugs. Aber ich denke, das ist eher den Jägern geschuldet, damit das Wild da sogenannte Deckung hat, damit man es dann besser. Ja, wir wollen da heute jetzt nicht drüber sprechen, über Jagd, okay? Und überall sehen wir diese Dinger. Diese Dinger. Tja, ja, die Hundsrose oder Hundsrosen, die kleinen Wildrosen sind schon ganz, ganz überwiegend verblüht. Natürlich gibt es noch ein paar neue Knospen, aber seht ihr, da habe ich noch ein paar entdeckt. Aber das nächste, was wir sehen, sind dann die Hagebutten.
Hört ihr den Vogel? Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp, tipp. Schön ist das. Da haben wir gerade zwei Hasen entdeckt. Und als sie hier vorne um die Kurve gingen, die Ränder sind hoch, die Felder sind hoch, 2 Meter von mir entfernt, ging ein Reh hoch und sprang durchs Feld. Und die Hunde waren dran vorbeigegangen und standen auch genau neben mir. Sie haben nichts gemacht. Bin ich heilfroh, dass sie das nicht tun. Ja. Ja, es ist so, die Rehe sind sehr zahlreich in unserer Ecke. So schön, das ist ja nicht zu sehen und ich freue mich. Und da stehen sie und warten, was die Frau wieder zu quaken hat, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich denke, dass es viel zu viele Rehe sind auf diesen ganzen Flächen, die wir haben. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, dass man sie hinterher abballert, ne? Ja, das ist das Problem, ne? Ja, ich wollte jetzt eigentlich mich auf den Hochsitz setzen, weil das die einzige Möglichkeit ist, sich irgendwo hinzusetzen. Da ist ein Hochsitz. Ich will euch mal gerade zeigen, wo das Reh war. Seht ihr? Genau da auf der Ecke war es im hohen Gras. Und wirklich keine 2 Meter von mir sprang es hoch und sprang hinten in den, könnte Roggen sein, in das Getreidefeld. Es wird auch noch da sein, aber ich kann das nicht sehen. Es duckt sich irgendwo. Ich muss jetzt aufpassen, es könnte sein, dass es ein Kitz dabei hat, irgendwo liegen hat. Und deswegen darf man wirklich nicht zu sehr die Hunde unbeaufsichtigt lassen. Und man muss schon sehr aufpassen, weil hier die ganzen Felder liegen voller Rehkitze. Ja, bei den Mengen an Rehen, die wir hier haben, ist damit zu rechnen, dass überall was ist. Schlimm ist es dann wieder, wenn es zur Ernte geht und sie die kleinen Rehkitze nicht vorher raussuchen. In vielen Regionen wird das schon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, per Drohne die Felder abfliegen. Oder Leute gehen vorher durch. Wobei per Drohne ist natürlich viel praktischer, weil man dann sieht, wo es ist. Dann muss man hingehen, die Rehkitze rausheben, ohne dass man sie zu sehr anfasst und in Sicherheit bringen. Weil die Erntemaschinen, die Schnittmaschinen, die zerhacken die. Ich weiß nicht, ob euch die Problematik bewusst ist, aber das sind Tausende jedes Jahr, die da so ganz elendig ums Leben kommen. Und ich weiß nicht, bei uns in der Ecke habe ich noch nie gehört, dass jemand mit einer Drohne die Felder vorher abfliegt. Es mag es geben, aber ich weiß es, ich kenne es also nicht. Ich höre es von Tierschützern aus anderen Regionen, die das machen, oder von Freiwilligen, die die Ecke ablaufen vorher oder sowas. Aber hier bei uns, ja, das ist schlimm. Dann werden die Beine abgehackt und die Tiere werden zerhackt. Man kann dann Bilder sehen von kleinen Rehkitzen ohne Beine, die hilflos da liegen und verenden. Ja, es ist, sie flüchten nicht, ne? Auch wenn die Maschinen heute einen Warnruf, jetzt haben sie wieder verändert, einen Warnton haben, ist, da, Mia, nicht an die Leine beißen. Jetzt, auch wenn der Warnton da ist, komm her, ich helfe dir. Warte, ich helfe dir. Einen Moment, ich muss eben hier helfen. Da das Kitz kein Flüchter ist, so, da haben wir sie befreit, bleibt es einfach schockstarre liegen. Und ja, es flüchtet nicht vor diesem lauten, schrillen Ton, so meines Wissens. Ja, so ist das alles. Man muss immer mehr überlegen und immer mehr berücksichtigen. Ja, wisst ihr, früher sind die mit der Hand durchgegangen, die Schnitter, und mit der Sense. Da ist das nicht passiert, ne? Die Rehe sind weg, aber die beiden, da sind sie noch. Die beiden Häschen sind nun da. Aller Ruhe, lassen sich gar nicht stören. Ja, das war es erstmal. Da habe ich noch ein Häschen entdeckt. Es lief gerade über die gemähte Wiese. Und jetzt ist er wieder. Jetzt haut er ab. Er ist ja doch ein Flüchter, so eine Hase, ne? Und weg ist er gleich. Und dahinter sind Fasanen, ganz weiter hinten. Ich weiß nicht, ob man es noch erkennen kann. Die Kamera hat ein Problem, weil das hinter den, seht ihr Fasane? Naja,
Da geht ein Reh über die Straße vor uns. Vom Auto ein großer. Wahrscheinlich ein Rehbock. Habt ihr den noch gesehen? Oh mein Gott. Das ist noch ein ganzes Stück entfernt. Ich zoome mal raus. Und dann können wir mal gucken. Meine haben es natürlich gesehen. Wir sind ja nicht blöd. Natürlich haben wir den gesehen. Aber ihr seht, ich habe sie noch an der Leine, weil im Moment doch mit den Rehen. Wir wollen keinen stören. Wir wollen auch keinen aufstören und keinen in Panik versetzen. Viele Leute denken mit ihren Hunden da nicht dran und das ist dann übel. Also ich bemühe mich, dass meine viel Freilauf haben, weil ein Hund möchte sich auch bewegen, denke ich mal. Aber man muss halt nicht irgendwie andere Tiere in Panik versetzen. Wir haben es ein paar Mal erlebt in einem anderen Wald bei Reda, wie ein Hundemensch seinen Hund frei laufen ließ, der nicht hören konnte. Und der hat Rehe aufgescheucht und das war weit weg. Wir haben den vorher getroffen und das waren schon ziemlich Entfernung. Und vor uns, fast dass sie uns über den Haufen gerannt hätten, rannten die Rehe in Panik durch den Wald, von dem Hund gejagt. Das will man nicht erleben. Also ganz ehrlich, das will man gar nicht erleben. Und deswegen sind wir immer schon ganz, ganz vorsichtig damit. Also wir wollen in Frieden mit allen Geschöpfen leben. Wir wollen keine Angst verbreiten. Gut, das andere sind dann die Jäger wieder, aber damit haben wir nichts zu tun. Seht ihr, wie entspannt die sind? Da ging ein Reh über den Weg, haben wir uns beguckt. Okay, dann legen wir uns mal hin. Vielleicht kommt es nochmal zurück. Oh, da ist das Reh wieder, das vorhin über den Weg gegangen ist. Das ist eine Ricke. Ich bin ziemlich sicher, dass sie ihr Baby im Kornfeld hat. Das war auch das Reh, was gerade vor uns über die Straße gegangen ist. Weiter weg vor uns, aber sie ist ganz aufmerksam. Wir wollen jetzt weitergehen, dass wir sie nicht länger stören. Da habe ich doch noch etwas, ein bisschen Mohn entdeckt, ein wenig versteckt. Aber auch hier wächst ein wenig Mohn. Seht ihr, Getreide, es färbt sich schon fast so ein bisschen. Und in diesen Getreidefeldern, da liegen die immer, die Rehkitze gerne. Die Wiesen sind schon abgemäht. Ich möchte nicht wissen, wie viel sie schon wieder zerhäckselt haben. Aber auch in den Getreidefeldern suchen die Unterschlupf. Und es ist ja auch normalerweise ein guter Unterschlupf. Naja, wir haben es gleich. Wir gehen noch ein paar Meter bis zum Auto in aller Ruhe. Da kann ich euch vielleicht noch was zeigen. Mal gucken. Da haben wir noch was ganz Kleines entdeckt. Das ist so eine Winde. Ich glaube, die kann ich euch gleich noch mal ein bisschen besser zeigen. Vielleicht. Hier ist auch noch mal ganz viel von dieser kleinen, feinen Geschichte, von der kleinen, feinen Winde. Die macht ihre Köpfchen erst auf, wenn es heller wird. Die macht sie immer zu, ihre Blüten. Die gibt es meistens auch in weiß. Und diese sind jetzt mal so ein bisschen rosa. Finde ich sehr schön. Eine meiner Lieblingsblumen auch. Aber was ganz Kleines entdeckt, so ein kleiner Bodenkriecher, so mit gelben, ganz kleinen Blüten. Seht ihr das? Ja, dafür muss man sich dann schon bücken. Sonst sieht man sie nicht. Das wäre der Sonnenaufgang gewesen. Aber es ist jetzt schon lange nach 6. Das 6 Uhr läuten war auch schon. Das Einzige, was wir hier sehen, ist ein helleres Grau heute. Ich habe hier noch ein paar Mohnblumen entdeckt. Mal gucken, ob die Kamera es euch noch zeigen kann. Bisschen Geduld, da haben wir sie vom Getreide. Und da sitzen meine beiden. Und nun geht's wieder nach Haus. Ja, das war wieder ein kleiner, schöner Spaziergang heute Morgen. Leider muss man doch jetzt sehr, sehr aufpassen, dass die Hunde nicht irgendjemanden aufschrecken oder erschrecken. Das wollen wir auf gar keinen Fall. Ich kann das immer nur wieder betonen, weil ich immer wieder sehe, dass Leute einfach gleichgültig sind und sich da überhaupt keine Gedanken machen. Da muss man schon immer sehr aufpassen. Ne? So, ihr Lieben, jetzt geht's nach Haus, ne? Das war's. Tschüss für heute. Guten Morgen, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Kopje Tee. Und ich wollte euch gern was zeigen. Ihr wisst, das war meine erste Kleine. Die habt ihr alle gesehen.
Ich habe jetzt noch eine mit so einem. Ich mache es mal höher, damit ihr sehen könnt. Noch eine mit so einem Foto. Fotogesicht. Ne? Sie hat einen Pilz. Das ist die nächste. Dann habe ich eine ganz große gemacht. Ein bisschen ungewöhnlich, vielleicht. Das ist jetzt schon, das erzähle ich euch sofort, ein Gesicht aus einer Puppenzeitung. Ich weiß nicht, ob ihr das leiden möchtet. Das ist die nächste. Und dann habe ich noch eins gemacht. So ein Babykopf. Und so ein Babykopf ist so viel, so ein alter Puppenkopf, muss ich besser sagen. Ganz schlicht, aber sie hat auch so eine Kopfbedeckung bekommen, die ich so zusammengestoppelt habe. Und vorhin, beziehungsweise, habe ich noch das gemacht. Das finde ich natürlich auch toll. Dieses Gesicht hatte ich noch. Ja, also ihr seht, mich lassen die Paper Dolls nicht los. Ich habe da so viel Spaß dran. Und weil einige gesagt haben, sie haben jetzt nicht unbedingt diese Fotos, die ja nicht unbedingt jeder hat. Das ist ja auch ganz klar, man kann ja nicht immer alles haben. Aber manche von euch haben vielleicht so Puppenzeitung, alte. Oder sowas in der Art. Es gab ja viele. Leider zu groß, ne? Viel zu groß. Wunderschöne Gesichter, viel zu groß für meine Zwecke jetzt. Barbies fand ich in meinem ganzen Leben ganz furchtbar. Das finde ich toll. Freundliche Filzpuppen zum Kuscheln. Sehr, sehr hübsch. Da haben wir wieder ein Gesicht, was wir verwenden könnten. Machen wir die Filzpuppen kaputt. Wollen wir mal gucken, ob wir was Besseres finden noch vielleicht, was sich mehr anbietet. Ja, wir könnten auch ruhig mal was Gruseligeres machen. Machen wir das mal. Wartet mal, ich schneide den mal so aus, den hier. Na, müssen wir in die Zeitung drehen, bevor man hier alles herunterfällt. Mal gucken, was wir davon verwenden können. Vielleicht können wir einige Teile zusätzlich verwenden von dieser Figur, weil die sich so anbietet dafür. Wollen wir mal gucken. Also, was ganz anderes mal ausprobieren. Ja, also ich würde jetzt in diesem Falle, würde ich jetzt mal die Beine aufbewahren, sagen wir es mal. So, ich würde mal die Füße aufbewahren. Und ich würde gerne so einen Arm aufbewahren. Mal gucken, ob wir den irgendwie verwenden können. Die zweite Hand ist schwarz. Hebe ich aber auch mal auf. So, jetzt müssen wir das mal eben versuchen auszuschneiden. Damit wir hier die Fäden abbekommen. Die Fäden wollen wir jetzt in diesem Fall auf keinen Fall behalten. Ne? Das wäre ja nicht so schön. Das wird schwierig hier mit diesem Glöckchen. Wir gehen mal grob rum, machen die Ecke gleich. Vielleicht kann ich das dann etwas besser schaffen. Ja, das könnte dann jetzt so ein richtiges Fantasy-Geschöpf werden. Wollen wir mal schauen, dass wir das irgendwie besser ausschneiden. Hier oben ist eine blöde Ecke. Ich sehe da schon, man weiß nicht, wie man es halten soll, ohne dass es einem kaputt geht. Ah, irgendwie kriegen wir es hin, oder? Was meint ihr? Irgendwie kriegen wir es hin. Ich habe einige von eurem Paper Doll schon gesehen. Also ihr habt natürlich viel bessere gemacht als ich. Also das muss ich ja ganz neidlos anerkennen. Da gibt es ja nichts. Also ganz ehrlich,
Wow, tolle Sachen sind dabei gewesen. Und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht noch ein paar mehr sehe. Wenn es nicht immer so kompliziert wäre, dann würde ich sagen, schickt mir eure und dann machen wir da einen Gemeinschafts-Dingsbums raus. Mal hier, jetzt haben wir hier so Seiten, die sind so, wie können diese nehmen? Die brauchen wir sonst für nichts. Einen Moment. Stoppelt. Was ist denn da? Eine Doppelseite. Ja, guck mal, das Braun heben wir auf. Das Braun können wir immer gebrauchen, aber die Seite können wir gebrauchen. Und jetzt suchen wir am besten noch mal irgendwo ein paar Sachen raus, die wir vielleicht verwenden könnten. Hier haben wir zum Beispiel Schwarz. Schwarz ist ja bei mir nicht sehr oft im Vordergrund, sagen wir mal so. Hier wäre noch was von Tim Holtz. Hier ist noch so ein. Hier ist noch was Gutes. Da ist noch. Warte mal, das heben wir die Vasile auf. Da ist noch eine kleine Ecke. Da ist noch eine Ecke. Wir wollen mal gucken, ob wir da irgendwas mehr machen können. Jetzt suchen wir mal nach ganz anderen Sachen, die so ein bisschen, so ein bisschen anders sind halt. Das ist nicht wirklich anders. Hier sind noch solche Sachen. Warte mal. Wieso die da jetzt drin stecken? Das muss ich sagen, das weiß ich jetzt. Da ist noch was Gutes. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen in diesem Fall. Guckt euch das mal an, wo ich hier rumbuddel und rumkrubbel. Da. Ich weiß nicht, warum die hier drin sind, die Dinger. Ich tue sie mal wieder vorne rein. Hier ist noch ein Musikpapier, aber das können wir noch anders verwenden. Da ist auch sowas. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das mal irgendwie mal hinbekommen mit dieser Figur. Mit dieser Figur. Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn man das ein bisschen verstärken würde, gleich irgendwie, ne? Ja, müssen wir gucken. Wir kleben auf jeden Fall erstmal den Kopf dahinter. Gut gemacht und schon mit einem Fingerstreich wieder verwischt das ganze Ding hier. Dumm. Muss ich aufpassen, dass ich hier nicht zu viel rumferkel. Ja, das Papier ist glatt, da müssen wir natürlich immer dran denken, dann klebt der Kleber nicht sofort. Ist so, wie es ist, gell? Es ist, wie es ist. Ich habe keine Idee, ganz ehrlich. Das ist jetzt einfach nur so mal ein Versuch wieder mal. Kriegen wir das mit den Armen irgendwie gebacken? Vielleicht kriegen wir das mit den Armen irgendwie gebacken. Guck mal, wenn wir die ausschneiden hier, die. Guck mal, wir schneiden die mal aus und wir schauen mal, wie weit uns das bringt. Das ist die Hand. Ja, bei uns war gestern, ich hatte gestern auch nicht gefilmt,
Hier war einiges los. Mein Mann ist gestürzt und mein Mann ist sonst noch nie in der Form so schlimm gestürzt, weil er sieht ja so schlecht und kommt selbst im Haushalt nicht mehr gut zurecht jetzt inzwischen, und das ist schon sehr bedenklich, und es war für uns beide ein großer Schock, muss ich sagen, ihn da so elendig liegen zu sehen, und der saß uns auch beiden richtig in den Knochen, weil wir ja auch beide Angst haben, dass jetzt irgendwas wirklich Gravierendes passiert. Man darf nicht vergessen, mein Mann hat ja so einen sogenannten Nagel im Oberschenkel, der geht von der Hüfte bis zum Knie. Und das ist ja deswegen gemacht worden, weil er ja im Oberschenkel auch Krebs hat und der Knochen ist ja schon zerfressen. Sonst wäre der gebrochen, und deswegen, das hat ihn ja auch damals sehr, sehr viel gekostet. Der konnte danach nicht mehr gehen und es war sehr, sehr schwierig für ihn wieder vernünftig einigermaßen. Der hat ja ganz furchtbar schwer gehen können, nur noch, wo sie alle gesagt haben, ach, das ist ein Klacks und Nagel da rein. Nein, es ist alles überhaupt kein Klacks, was einem so gesagt wird. Ein Klacks ist das alles nicht. Naja, und auch da muss man natürlich immer wieder ein bisschen Angst haben, dass natürlich schnell irgendwo was brechen könnte, nicht? Und das, ja, es war, wir hatten schon ziemlich einen Schrecken, zumal ich ja vorher so schlimm gefallen war, und bei mir jetzt ist ja auch das gleiche Problem, also nicht das gleiche, sondern ein ähnliches Problem, dass bei mir immer die Angst im Nacken ist, dass da irgendwas rausbricht, also dass das der Knochen bricht, das Gelenk selber was Neues wird nicht brechen, dass der Rest bricht, ne? Der Morsche. Ja. Naja. Auf jeden Fall war gestern der Tag für uns hier insofern sehr anstrengend, und der Schock saß uns beiden wirklich richtig in den Glieder, kann man nicht anders sagen. Ne? Ja, warte mal, ich ziehe mir mal eben die dickere Jacke aus, das wird mir hier im Moment etwas zu viel Wärme. Ja, wir wollen mal schauen, wie das so aussehen würde. Wir haben jetzt einmal diesen Arm. Und wir hätten dann noch den, den wir so anlegen könnten, wenn wir wollen. So, ne? Können wir es vielleicht so machen, ruhig. Dann haben wir zwei Füße. Ja, jetzt müsste man da drunter kommen, ohne die. Komme ich aber nicht. So. So ist das etwa. Schwierig zu sehen. Habe ich sie jetzt falsch herum gemacht? Genau so. Mal eben gucken. Nee, der sieht so richtig aus. Der könnte so sein, dass er läuft. So. So ungefähr könnte man das machen. Das war nicht so bad. Not so bad, okay? Ja. Die Sachen legen wir zur Seite, die kommen erst später. Wir müssen jetzt sehen, dass wir den Körper irgendwie gestalten. Hier ist so ein Vogel. Die Vogel ist klasse. Warte mal. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das hinkriegen hier. Den Vogel hätte ich so gerne hier, diesen großen. Ich klebe das jetzt einfach mal stumpf auf und mal gucken, wie weit wir kommen. Wir üben jetzt erst gar nicht, weil ich glaube, das ist nicht sehr produktiv, wenn wir jetzt anfangen, hier zu üben. So, warte mal. Da hätten wir jetzt diesen Vogel. Das finde ich sehr, sehr schön. Und wir könnten jetzt zum Beispiel so ein Vogel. Was machen wir denn am Hals bei ihm? Ich glaube, die brauchen wir schon mal gar nicht. Was machen wir am Hals?
da könnten wir so eine Blume machen. Wenn wir die ein bisschen ausreißen können, so ein ganz kleines bisschen, könnte das sich besser anpassen. So. Genau, und dann reißen wir das einfach mal ab. Okay, wollen wir mal schauen, wie das sich darstellt. So, schon mal gucken, wie wir es machen. Ja, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel zu überbrücken. Mal gucken, wenn wir die dazwischen legen würden, die Schicht hier. Sieht schon aus. Das sieht schon interessant aus. Und jetzt dieses hier. Ja, ich muss es so ein bisschen drehen, damit ich schon diese Lippen so ein bisschen zukriege. Nicht ganz so prickelnd. Wir sind noch nicht fertig. Da fehlt ein winziger kleiner Schlag. Ein winziger kleiner Schluck Papier. Na, das stört dann, ne? Wenn das nicht passt, dann stört es ja. Hier kommt noch ein bisschen wieder drauf. Und ich habe wieder schön auf den Untergrund rumgesaut. Müssen wir es nachschneiden. So. Hoppala. So, die ganz kleinen Sachen tun wir jetzt aber wirklich weg. Sonst artet das wirklich zu doll aus. Also das ist jetzt schon mal nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall... ich muss mal gerade überlegen. Ich hätte gerne so eine bunte Mütze hätte ich gerne. Ich glaube, die Kappe gefällt mir gar nicht gut. Die schneide ich ab. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, dieses dumme Ding da auszu. Aber die Kappe gefällt mir gar nicht. Nein, die Kappen brauchen wir nicht. Wir reißen jetzt einfach mal so ein bisschen hier diese Ecken, die so ein bisschen schäbig sind, weg und machen eine Art Kopfbedeckung daraus, was wir hier haben. Und das finde ich jetzt schon mal gar nicht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wisst ihr was? Das finde ich gar nicht mal so übel. Oder? Das lasse ich. Das mache ich drauf. Das mache ich drauf, definitiv. Da müssen wir im Hintergrund gleich noch was machen. Damit uns oder die Klebstoff oder die Figur muss noch irgendwo aufgeklebt werden. Eins von beiden. Seht ihr? Ist zu wabbelig. Da hatte ich doch gerade was Stabileres. Jetzt habe ich den Müll auch wieder weggebracht, siehst du. Ich habe zu früh den Müll weggebracht. Nichts Stabiles mehr drin. Oh mein Gott. Dumm. Ich brauche ein bisschen was dahinter zu kleben. Ach Mensch. Ich brauche was Stabiles. Irgendwas. Das ist nicht
stabil, was ich jetzt gerade. Ich muss die Brille mal aussetzen. Ich kann nicht erkennen, was da unten sich da rumtreibt. Ja, dieses Gelb, das ist so. Ah ne, der Vogel ist ja wieder nun gut. Das Gelb ist zwar richtig asig blöd. Kann das jemand, wenn ich sage, ich kann es nicht glauben, ich habe Tonnen von allem. Und ich habe nichts, aber überhaupt gar nichts, um das zu stabilisieren. Das ist zu schade, da habe ich nur zwei Stücke von. Sag mal, das glaubt mir kein Mensch. Ich kann das auch nicht opfern, nein, das geht nicht. Kinder. So. Oh, die haben wir auch noch, diese Köpfe. Die sind ja auch süß. Was war das denn? Ach, das waren Postkarten. Text. Nee, die machen wir nicht kaputt, nur damit wir da eine Verstärkung reinbekommen. Warte mal, hier habe ich sowas. Täglich neue Bücher. Naja, gut. Ist gut. Ja, ist gut. Ich opfer's. Mir ist schon wieder zu schade. Ganz ehrlich, ist mir zu schade. Wie mache ich das denn? Ich wollte das hier auch gleichzeitig mit abstärken. Und mal gucken, ob wir es irgendwie hinkriegen. Kecker. Bei uns direkt am Haus. Hä? Kecker. So, ich muss das dünner machen hier unten. Muss noch dünner. Diese Verstärkung dauert länger als das ganze Ding basteln. Ist das denn zu begreifen? Für Leute wie mich mit gebündelten Nerven ist das immer wirklich nervig. Und mal gucken, wie weit wir jetzt damit kommen mit dem. Okay. Sonst bricht ihm noch der Keks ab. Der Kopf, der Keks. Hoffentlich hält das jetzt auch wirklich, was ich jetzt hier gemacht habe. Und stört nicht irgendwo, was weiß ich. Mal gucken. Ist nicht sehr prickelnd. Ich mache es nochmal zusätzlich drauf hier. Das ist wirklich extremistisch hier, das Ding. Ist jetzt ein bisschen breiter, ist das schlimm? Ne? Mach ich gleich einen Strich drauf, gell? Gott im Himmel. Kompliziert. Also jetzt habe ich mir wieder was vorgenommen, was wieder total aus dem Ruder läuft. Das merke ich schon wieder. Ich dachte, ich mache nur mal eben so locker flockig so ein Dingens hier. Oh, jetzt stehe ich da. Okay. Jetzt haben wir die nächste Problematik mit den Händen. Ich muss mir mal Pappe suchen, es geht so nicht weiter. So, ich habe das jetzt auf diese braune Pappe aufgeklebt und habe schon die beiden Sachen, drei Sachen aus. Und jetzt ist das letzte Bein, was ich jetzt ausschneide. Es war mir einfach zu flitterig mit dem Papier. Es wäre garantiert alles immer wieder verloren gegangen. Und wir wissen ja noch nicht, was wir mit den Paper Dolls wirklich vorhaben. Wahrscheinlich möchte ich vielleicht ein Buch machen, aber ich bin mir da noch nicht ganz sicher. So. Paper Dolls. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das mal an diese Figur dran bekommen, das Ganze. So, das wäre ein Fuß.
Das wäre der andere. Stimmt, geht der so? Und dann wäre das ein Arm. Das wäre der andere Arm. Auf der Schwede, geh. Klebt. Und warte mal, das müssen wir ein kleines bisschen mehr Kleber dran machen, sonst wird das sofort abgehen. Das sehe ich schon mit. Das sehe ich schon so, ohne da näher mich mit zu befassen. Das haut nicht hin. Haben wir denn irgendwo mal ein Babyweib? Gott im Himmel. Jetzt kriege ich es dann nicht wieder reingestellt. Schon ist der Kleber hart. Schon ist die Schere versaut. Ach du liebe Zeit, so geht das hier immer weiter. Ja, Mensch, habe ich es wieder geschafft. Ja, ist klar, ne? Die Schere versaut, die gute. Hatte noch eine andere. Die war nicht so gut. Nicht so praktisch, wenn ich die dann jetzt da versaue. Und das war auch meine gute eigentlich. Die habe ich auch verschmiert. Oh, kriege ich gar nicht mehr ab. Die Kleberatismus-Sachen hier. Nee, wirklich jetzt. Das war meine gute Schere. Jetzt bin ich aber wirklich mit mir langsam selber böse. Kann man so dumm sein. Ich habe auch alte, eine doofe alte Schere, die nicht so gut ist. Mal gucken, ob wir es abkriegen noch mit. Nicht wirklich. Ist noch irgendwas drauf? Da ist noch ganz viel drauf, deswegen geht das auch nicht ab. Mensch, Petra, mach es doch nicht immer. Jetzt sieht es aus wie bei Biber Hempels. Warte mal, ich muss das jetzt wirklich mal ein bisschen aufräumen hier. Keine Chance, es ist unvorstellbar, weil ich habe das so schön gemacht hier und das hatte ich so schön ordentlich. Versinke ich schon wieder. Da schmeiße ich schon wieder mit dem Papierstückchen durch die Gegend. Oh Mann, ja. So, das muss rüber. Wir sind aber natürlich noch nicht ganz fertig mit diesem jungen Mann hier. Erstmal müssen wir die Augen so ein bisschen größer machen. Ich hoffe, dass er das jetzt macht, dieser Stift, dieser Blöde. Das ist wieder dieser Stift, der nicht gut ist. Also der schon gut ist, aber nicht für diese Zeit. Ich brauchte eigentlich permanent. Egal. Wir müssen uns jetzt noch irgendwas hier überlegen. Fällt uns noch irgendwas ein? Ja, das ist ja noch nicht fertig. Ach, ich bin schon wieder so müde. Entschuldigung.
Ich muss noch mal überlegen. Ich habe jetzt im Moment, ich habe es jetzt so weit, wie es jetzt ist. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit vorhabe. Erstmal färbe ich das mal ein bisschen dunkler hier, dieses ganze Zeug. So, das wäre schon mal nicht so schlecht. Aber wir suchen wirklich irgendwas noch. Auf jeden Fall können wir schon mal eine Nummer. Eine Nummer haben wir noch gar nicht. Eine Nummer. Nummer uno. Nehmen wir hier eine Nummer. Heute haben wir den 22., ne? Oder? Ich glaube ja. Oder? Das ist schon der 23. Ich habe keine Idee. Stempel. Das ist wirklich klasse mit so einem Stempel. So, den kleben wir. Dass der Vogel ja nicht kaputt geht. Oder wir kleben ihn einfach hier unten hin. Geht auch. Ja, das mache ich, glaube ich. Jetzt ist die Frage, lasse ich das da dran mit diesem verschnörkelten oder... Nee, warte mal, das ist doof. Das mache ich weg, dann sieht das besser aus. Oder ich marke das hier oben hin. Oder ich marke das hier unten hin. Was mir fehlen würde, das sind so kleine Wörter noch. Die habe ich gar nicht. Ich habe auch nicht eigentlich so kleine Wortstempel. Da habe ich mich eigentlich nie sonst drum bemüht, die zu bekommen. Aber ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich zeige euch das mal gerade. Moment, ich tue mal eine weiße Unterlage drunter. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Figur. Im Moment habe ich nicht so die Idee, was ich noch machen könnte. Ich tue mal eine weiße Seite, dann kann man es besser zeigen. Gell? So weit haben wir es jetzt. Ne? So weit sind wir jetzt. Es fehlt aber noch irgendwas. Ich weiß noch nicht, was ich da mache. Fällt mir vielleicht noch was ein. Ich lasse es noch mal ein bisschen liegen und werde mich bestimmt dann gleich noch mal in Ruhe dran setzen. Für heute war es das schon mit dem Basteln, weil ich habe einen langen Spaziergang filmen und ich habe von gestern keinen Film gemacht aus mehreren Gründen. Unter anderem war hier einfach zu viel Stress. Deswegen seid mir nicht böse, aber gestern kam nur ein Umschlag, das erzähle ich aber. Und für die, die sich beklagt haben, dass das durcheinander ist, ja, das wird jetzt durcheinander sein. Erstens halten wir jetzt normalerweise den Spaziergang, dann kommt der kleine Bastelfilm und danach filme ich erst, was gekommen ist per Post. Da ich euch aber nicht zumuten möchte, weil sich jemand darüber beschwert hat, den ganzen Mist, den ich verzapfe, sich angucken zu müssen, dann mehr oder weniger, um zu erfahren, ob die Post angekommen ist, habe ich gesagt, um es den Leuten auch nicht so schwierig zu machen und nicht zu nerven, alles, was ankommt, wenn was da ist, mache ich vorher, stelle ich vorher ein. Dann ist das chronologisch zwar nicht richtig, aber die Leute sind halt nicht gezwungen zu suchen und den Mist von mir, den ich verzapfe, sich anzuschauen. Ja, das war der Mist, wurde wirklich als Mist bezeichnet. Es ist manchmal schon erstaunlich, wie freundlich die Menschen untereinander sind. Ich hatte es von vornherein so gemacht.
weil ich gedacht habe, dann ist das einfacher, wenn man wissen möchte, nur ganz kurz und nicht jeder hat immer so viel Zeit. Ne? Also mit den Verstärkungen, das war dringend nötig, das hat also bis jetzt gut gehalten. Hier bei denen müsste man vielleicht doch noch zusätzlich, müsste man mal gucken. Ich weiß immer noch nicht, es fehlt hier irgendwie so ein Highlight noch. Ne? So ein, vielleicht fällt mir noch was ein. Wir müssen mal schauen. Für heute sage ich Tschüss. Und ich weiß nicht, ob ihr schon angefangen habt mit euren Paper Dolls. Einige hatten ja gesagt, die sind schon an Vorbereitung und es macht auf jeden Fall viel Spaß. Und man kann so unterschiedliche Sachen machen, man ist sprachlos, ne? Oder? Man ist sprachlos, was dabei rauskommt, wenn man mal anfängt. Für heute wirklich jetzt endgültig Tschüss. Macht's gut, bis bald. Bye, bye.